Bei diesem Treffen des Schattenkabinetts, das wir heute abhalten werden im Laufe des Tages, werden wir unsere Pläne vorstellen und finalisieren, um einen No-Deal-Brexit zu stoppen, bevor wir morgen ins Parlament zurückkehren. Deswegen war es mir wichtig, dass wir hier heute dieses Treffen abhalten, um die Einzelheiten zu besprechen, aber auch um unsere Strategie und unser Angebot fürs Land vorzustellen. Die Tories nehmen immer die am wichtigsten, die Geld verleihen, die viel Geld haben. Und deswegen sind es die Milliardäre, die hier Boris Johnson und seine Partei finanzieren, die das Heft in der Hand halten. Während ihr Reichtum noch größer wird, verlieren Arbeiter bis zu 55 Pfund pro Woche unter der Tory-Regierung. Das sind bis zu 3.000 Pfund pro Jahr, die die Leute schlechter darstellen, aufgrund der sinkenden Löhne in den letzten 9 Jahren. Das ist das Erbe der Tories im Industriebereich. Seit Jahrzehnten sagt man uns, haben uns die Politiker uns gesagt, die Wirtschaft ist wie eine Naturgewalt, da kann man nichts machen, die kann gesamte Gemeinden und Bereiche und Regionen verheeren und wir können das eigentlich nur ertragen und zusehen. Das ist eine Vorstellung, die den Superreichen natürlich zugutekommt, denn es behauptet damit, dass Veränderungen unmöglich sind, dass man das nicht ändern kann. Aber das stimmt einfach nicht. Durch Wahlen und durch Demokratie kann man ändern, in wessen Interesse die Wirtschaft funktioniert. Als erstes müssen wir also zusammenkommen, um einen No-Deal-Brexit zu stoppen. Diese Woche könnte unsere letzte Chance dafür sein. Wir arbeiten zusammen mit anderen Parteien, um alles in unserer Macht Stehende zu tun, alles, was nötig ist zu tun, um unser Land vom Abgrund zurückzuziehen. Dann brauchen wir Neuwahlen. Wenn eine Regierung sieht, dass sie keine Mehrheit hat, dann ist die Lösung für dieses Problem nicht, die Demokratie an sich zu unterminieren, sondern das Volk muss entscheiden. Das ist die Lösung. Und das kann es nur in einer Neuwahl. Das Volk bestimmt und nicht ein nicht gewählter Premierminister, der hier die Zukunft unseres Landes bestimmen möchte. Also ist eine Wahl, eine Neuwahl die Lösung, um den Menschen da draußen die Wahl zu geben zwischen zwei verschiedenen Optionen. Option 1, wir haben dann eine Industrie, die den Bach runtergeht, während die Superreichen immer reicher werden durch diesen Trump-Deal-Brexit, oder aber eine Alternative, bei der es gute, sichere und gut bezahlte Jobs in allen Teilen des Landes geben wird, mit einer vernünftigen Strategie für die Wirtschaft. Damit könnte man die Ungleichheit beenden, die unser Land plagt. Und es würde den demokratischen Wandel in unserer Wirtschaft bringen, sodass es wirklich auch so ist, dass die Wirtschaft für die arbeiten, die den Wohlstand schaffen, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und in dieser Wahl würde Labour den Menschen die Wahl geben, die demokratische Kontrolle zurückzuerlangen und das letzte Wort zu haben bei einer solchen Neuwahl mit glaubhaften Optionen auf beiden Seiten, inklusive der Option eines Remains, also eines, dass es keinen Brexit gibt. Labour hat Hoffnung und einen Plan, den Menschen zu bieten. Und das wird uns alle zusammenbringen. Wir werden die Demokratie nicht stoppen und die Macht in Westminster konzentrieren. Wir werden Wohlstand und Macht in alle Teile des Landes verbreiten. Vielen herzlichen Dank.